Lieber Zuschauer, du hast dir ein Video ausgewählt, bei dem ich dich in den folgenden Minuten auf eine traumhafte Reise entführen werde. Doch zuvor möchte ich dich bitten, dir einen Ort auszuwählen, an dem du dich wohlfühlst. Hast du dir einen Ort ausgewählt, begebe dich nun in eine Position, in der du dich wohlfühlst und entspannen kannst. Schließe nun zu Beginn deine Augen. Konzentriere dich mit deinen Gedanken auf dich. Versuche nicht, deinen Kopf von den Gedanken zu befreien, denn das funktioniert nicht. Lasse stattdessen deinen Gedanken wie Wolken vorbeiziehen und schenke ihnen keine weitere Bedeutung. Versuche einmal dich selbst und das, was dich umgibt, bewusst wahrzunehmen. Befindest du dich zum Beispiel im Freien, kannst du dann den Wind auf deiner Haut fühlen? Auf welcher Unterlage befindest du dich? Sitzt du oder liegst du? Fühle einmal die Schwere deines Körpers auf dieser Unterlage. Welche Gerüche kannst du wahrnehmen? Welche Geräusche kannst du hören? Nimm all dies bewusst wahr, ohne zu bewerten. Nun lenke einmal deine Konzentration auf deine Atmung. Achte bewusst auf deine Atmung, ohne etwas zu verändern. Fühle einmal, wie mit jedem Atemzug sich dein Brustkorb hebt und senkt. Fühle einmal, wie jeder Atemzug deinen Körper mit Leben erfüllt. Fühle einmal nach, wie dein Herz für dich schlägt. Es schlägt Tag und Nacht, ohne dass du dafür etwas tun musst. Das Leben sagt jeden Tag Ja zu dir. Ich möchte dich nun bitten, bewusst und behutsam durch deine Nase einzuatmen und langsam durch den halb geöffneten Mund wieder auszuatmen. Du sitzt oder liegst ruhig da. Deine Gedanken sind nur bei dir und du fühlst dich wohl. Öffne nun dein inneres Auge. Du erwachst in einer alten Bibliothek. Die Räume werden nur von dem fahlen Licht der Fackeln beleuchtet, die sich an den Wänden befinden. Es scheint lange Zeit niemand hier gewesen zu sein. Über dem Boden, den Regalen und den vielen Büchern, die sich darin befinden, liegt eine dicke Staubschicht. Du gehst langsam durch die Bibliothek und es ist nichts zu hören, bis auf das leise Knistern der Fackeln und das Geräusch deiner gedämpften Schritte. Instinktiv näherst du dich einem großen Bücherregal und greifst intuitiv nach einem in schwarzes Leder eingeschlagenen Buch. Vorsichtig wischst du den Staub von dem Einband und erblickst einen goldenen Schmetterling. Es scheint, als würde sich der Schmetterling langsam bewegen. Du blinzelst, weil du glaubst, dich verguckt zu haben. Doch der Schmetterling bewegt sich tatsächlich. Plötzlich beginnen seine Flügel zu leuchten. Sie leuchten derart hell, dass du dich umdrehen musst.
Als du dich wieder zurückdrehst, siehst du, dass der Schmetterling vom Einband verschwunden ist. Du schaust zur Decke und erblickst plötzlich hunderte Schmetterlinge, die in der Luft tanzen und sich scheinbar dabei gegenseitig umgarnen. Einige Schmetterlinge umfliegen dein Haupt, setzen sich auf deinen Kopf und deine Schultern. Du kannst ein leises Lachen hören und ein wohliger, warmer Schauder durchfährt deinen Körper. Du schaust diesem wundervollen Treiben einige Augenblicke zu, bis auch diese Schmetterlinge zu leuchten beginnen. Das Leuchten wird derart hell, dass du dich für einige Herzschläge lang wegdrehen musst. Als du dich wieder umdrehst, stellst du fest, dass du dich nicht mehr in der Bibliothek befindest, sondern auf einer Waldlichtung. Obwohl es Nacht ist, ist es keineswegs dunkel. Der volle Mond strahlt in seiner Pracht am wolkenlosen Firmament. Du bist nicht allein. In einiger Entfernung vor dir befindet sich eine kleine Gestalt, die in einen Umhang gehüllt ist. Die Kapuze ist tief in das Gesicht gezogen. Sie nähert sich dir langsam. Kurz bevor sie dich erreicht, schlägt sie behutsam die Kapuze zurück und zum Vorschein kommt ein lächelndes Gesicht. Auffällig ist, dass die Ohren der Gestalt spitz zulaufen. Wortlos reicht sie dir ihre Hand und bedeutet dir, ihr zu folgen. Ihr geht immer tiefer in den Wald hinein. Der Schrei eines Adlers lässt dich nochmal in den Himmel blicken. Du siehst das majestätische Tier und schaust ihm sehnsüchtig hinterher, wie es über die Baumkronen in die Ferne fliegt. Du schreitest weiter voran und hörst die verschiedensten Geräusche wie das Rascheln der Blätter, die sich sanft mit den Ästen im Winde wiegen, Vogelrufe und die Rufe anderer Tiere. Du riechst nasses Holz, süßlichen Harz und Beeren und du fühlst den warmen Sommerwind auf deiner Haut. Ein Knacken im Unterholz lässt dich innehalten. Ein großer Schatten schält sich zwischen den Bäumen heraus und was du erblickst, lässt dich für einen Moment den Atem anhalten. Es ist ein riesiger Hirsch, der sich neugierig anschaut. Mit vorsichtigen Schritten nähert er sich dir. Eine Armlänge von dir entfernt bleibt der Hirsch stehen. Du streckst vorsichtig deine Hand nach ihm aus und berührst vorsichtig seine warmen und weichen Nüstern. Dies gefällt ihm scheinbar. Für einige Herzschläge bleibt ihr so voreinander stehen, bis der Hirsch sich von dir abwendet und wieder im Unterholz verschwindet. Die Elfe neben dir lächelt dich wissend an und bedeutet dir, ihr weiter zu folgen. Du hörst in der Ferne ein leises Plätschern. Du folgst dem Geräusch, bis du an einen kleinen Bach angelangst. Du siehst einige Frösche am Ufer sitzen, die eine wundersame Melodie zu singen scheinen. Im Wasser erblickst du grünlich leuchtende Steine, die das Licht des Mondes reflektieren. In der Ferne siehst du den Schein von Fackeln. Die Elfe nimmt deine Hand und führt dich in diese Richtung. Je näher du den Fackeln kommst, desto mehr kannst du erkennen, dass es sich um eine alte Siedlung handelt, die scheinbar vor langer Zeit verlassen wurde. Die meisten Häuser, die du erblickst, sind zerfallen. Die Fackeln, deren Schein bereits von Weitem zu sehen waren, säumen einen großen Platz, der scheinbar zu früheren Zeiten eine Art Marktplatz zu sein schien. Neben dem Platz siehst du eine alte Statue.
Ihre Augen sind verbunden, in der linken Hand führt sie eine Waage, in der rechten ein Schwert. Ob dies die Abbildung der Justitia ist? In der Mitte des großen Platzes siehst du einen alten, aus groben Stein gehauenen Brunnen. Du betrachtest diesen eingehend und stellst staunend fest, dass sich an dessen Rand eben die Schmetterlinge befinden, die du zuvor auf dem ledernen Einband in der alten Bibliothek gesehen hast. Die Elfe hält dir plötzlich eine goldene Münze hin und bedeutet dir, diese in den Brunnen zu werfen und dir etwas zu wünschen. Nachdem du die Münze in den Brunnen geworfen hast, schließt du nun dein inneres Auge und formulierst einen Wunsch. Während du in Gedanken deinen Wunsch äußerst, merkst du, wie eine wohlige Wärme durch deinen Körper fährt. Nach einer Weile öffnest du wieder deine Augen. Die Elfe lächelt dich wieder wissend an, verabschiedet sich bei dir mit einer tiefen Verbeugung und verschwindet wortlos im Wald. Du verweilst noch für einige Augenblicke am Rande des Brunnens, denkst dabei nochmal daran, was du auf deiner kleinen Reise erlebt hast, angefangen von der Bibliothek und seinen staubigen Büchern, die leuchtenden Schmetterlinge, denkst an den Wald mit seinen tollen Geräuschen und Gerüchen und die Begegnung wie mit dem Hirsch und der wundersamen Elfe, die dich hierher geführt hat. Bevor nun die Reise ihr Ende findet, halte deinen Wunsch fest. Fest in deinem Herzen. Und wenn du magst, verweile doch noch einen Moment hier an dem Brunnen, bevor du in das Hier und Jetzt zurückkehrst.